Ja, jetzt sind wir natürlich fest am Diskutieren, Rechnen und euch Rückschlüsse ziehen. Schweizweit, wie gesagt, zeichnet sich ja ein Rechtstrend ab. Schauen wir auf die bisherigen Resultate vom Kanton Wallis und da wir mit den Kandidaten für Kleinkammerat zur Zeit sind 114 von 134 Gemeinden ausgezählt. Und ja, die beiden CVP-Ständeratskandidaten, die sind nach wie vor vor uns. Der amtierende Ständerat, der Charine Fournier, ist zurzeit mit 28.710 Stimmen an erster Stelle. Rund 3.200 Stimmen weniger hat der Beat Rieder. An dritter Stelle ist der Franz Ruppen mit 20.560 Stimmen, 3.360 Stimmen vor dem Pierre Alain Gerichting. Das absolute Mehr, das ist bei 38.360. Es sieht also ganz neu aus, dass CVP-Duo Fournier Rieder am ersten Wahlgang an der Spitze ist. Auf dem dritten Rang könnte dann vermutlich der Franz Ruppen kommen. Schauen wir noch auf die Resultate aus dem Oberwallis. Da ist zurzeit der Beat Rieder mit 13.300 Stimmen vor dem Franz Ruppen an erster Stelle, auf dem dritten Rang der Charine Fournier mit 10.900 Stimmen. Speziell da sicher die Gemeinde Visp, da hat der Franz Ruppen überraschenderweise 59 Stimmen mehr geholt, weder der Thomas Burgner. Und der Thomas Burgner, der ja von Visp kommt, hat er vorhin auf RLO auch gratuliert, dass wir ihn also quasi auf eigenem Terrain geschlagen haben. Der Beat Rieder, der hat dann 161 Stimmen geholt und der Pierre Alain Gerichting 555. Erwähnenswert sicher aber auch das Resultat von der Gemeinde Naters, der Lokalmatador da, der Franz Ruppen, holt schon 2.700 Stimmen, der Beat Rieder 1.500 weniger, auf dem dritten Rang der Charine Fournier mit 1.100 Stimmen, mit ziemlichem Abstand der Thomas Burgner und der Pierre Alain Gerichting mit 600 respektive 550 Stimmen. Wirklich aussagekräftige Resultate gibt es in Sachen Nationalratswahlen wahrscheinlich noch nicht, Norbert Eder, trotzdem kurz einen Blick auf die Zwischenresultate an. Ja, ganz richtig, Petra. Es sind noch nicht so viele Gemeinden ausgezählt. Ich habe gerade ein paar Gemeinden aus dem Oberwallis nachgeschaut. Zum Beispiel Fiesch ist da, Fischberdernen, Rahren, Münster, Reckigen, Glürigen, Saasgrund und Saasfee. Und von diesen Gemeinden ist in der Gemeinde Fiesch, Rahren, Münster, Reckigen und Saasfee die CVPO die stärkste Partei. In Fischberdernen und in Saasgrund sind es die Gelben, die CSBO. Aber was auffallen tut, die SVPO, zum Beispiel in Fiesch an zweiter Stelle, Münster-Geschen an zweiter Stelle und ebenfalls in Saasgrund an zweiter Stelle. Also ganz gut unterwegs da die SVP. Die SVP eher mager unterwegs bis jetzt, wenn man die Parteistimme anschaut. Die CSB und CVP fast gleich, 15.000 zu 16.000 Stimmen für die CVPO ganz leicht in Führung, aber hinten dran die SVPO schon mit 10.800 Parteistimmen. Also das geht für die SVP nicht so schlecht aus. Schauen wir noch gerade auf die einzelnen Listen. Bei den Gelben ist der Roberto Schmidt klar in Führung mit 4.000, vor dem Konstantin Buhmann auf dem zweiten Rang mit 2.400. Dann haben wir noch die Liste von der CVP. Da ist natürlich erwartungsgemäß die Viola Amherd im Vorsprung, 4.500 Stimmen und auf dem zweiten Rang da der Philipp Matthias Prägi. Interessant, auch noch gerade, wie sieht es uns bei der SVPO? Bei der SVPO, da haben wir bei der SVPO haben wir in Vorsprung auch wieder da der Franz Ruppen mit 2.800 Stimmen und man hat gedacht, ja, der Patrick Hildbrandt, der könnte nachtragen. Er hat aber jetzt im Moment schon 1.000 Stimmen Rückstand gegenüber dem Franz Ruppen. Also Glück, Unentäuschung, Freude und doch eher Tränen, die eigentlich schon sind, noch zusammen an dem Wahlsonntag, in dem sie zurück auf Fisch.